Was geht heute aus Gronau in Westfalen? Anstatt im äußersten Norden vom Kreis Borken, hier der Bahnhofsvorplatz. Man sieht direkt das industrielle Erbe. Ja, Textilindustrie war hier maßgeblich. Der Beginn, eine Fußgängerzone, es geht Richtung Innenstadt. Naja, etwas leer hier, noch nicht so viel los, aber wieder mal dieser Boden und diese Fußgängerzonengestaltung, diese Farbakzentuierung erinnert mich wieder mal ziemlich sehr an das Münsterland und das Westmünsterland insbesondere. Was ist hier im Kreis Borken, was ist in Gronau? Eine Textilstadt, wie sie so viele hier sind, sei es Ahaus oder Bocholt. Ah, das ist sie, die katholische Kirche St. Antonius, hinter diesem Bauzaun leider, aber egal. Und ja, hier waren seit den 1850er Jahren, wurden dann hier Textilien hergestellt. Das ist eine maßgebliche Prägung dieser Region. Und was ist das? Das ist der Turm des alten Rathauses von Gronau. Jetzt bin ich auf der Hauptfußgängerzone von Gronau in Westfalen. Wie viele Einwohner hat denn diese Stadt? Ungefähr so 49.000. Kratzt an der 50.000er Marke. Wäre natürlich mir lieber, wenn es die 50.000 sind, weil ich habe hier gerade so, kann ich ja mal kurz so sagen, die Challenge, dass ich in alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern fahre. Aber Gronau war für mich einfach so spannend genug. Warum? Auch vor allem deshalb, da es hier eine Musikstadt ist. Gronau kennt man auch als Musikstadt. Rock'n'Roll-Stadt, Pop-Stadt, was auch immer. Geburtsort von Udo Lindenberg. Das hier ist ein schöner großer Platz. Der Kurt-Schumacher-Platz. Einfach mal wirken lassen. Ja, doch. Doch, ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Schöne Bebauung. Sehr groß, sehr offen gestaltet. Und dann diese Arkadengänge an den Häuserfassaden. Das hat irgendwas. Ich kann es nicht genau beschreiben. Das Rathaus von Gronau. Hier ein schöner Brunnen, kaskadenartig. Erinnert mich an Kassel-Wilhelmshöhe. Ein bisschen. Das große G da vorne. Oben in Gelb. Auch sehr schön. Gronau. Das Gelb-Schwarz-Weiße. Es erinnert mich hier ein bisschen gerade an so ein Gebäude in Neukirchen-Vlühen, an das Rathaus. Halt auch nur so randständig. Aber an sich finde ich das ein cooles Rathaus eigentlich. Hat was, auch die Glasfassaden hier, die Fensterscheiben mit diesen Spiegelungen. Gefällt mir. So, jetzt geht's in den Stadtpark von Gronau. Und der Stadtpark von Gronau, der soll es in sich haben, deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Denn es soll ein Stadtpark sein, inklusive, jetzt haltet euch fest, Tierpark. Oh, ein Wasserturm, den will ich auch noch auskundschaften. Was ist denn das hier? Stachelschweine im Stadtpark in freier Natur? Nein, das ist der Tierpark tatsächlich von Gronau. Gronau in Westfalen hat einen Tierpark. Kostenlos, ganz wichtig für mich auf jeden Fall. Und hier kann man dann ein bisschen Tiere betrachten. Man kann das kritisch betrachten, man kann das natürlich auch die Vorteile davon sehen. Hier sind auch Kängurus, auf jeden Fall spannend. Hier sind dann auch regionale Tiere heimisch, Ziegen, da hinten steht ein Weißstorch, allerdings frei, auf dem Dach der Voliere. Schwer, ob man das jetzt sehen kann, aber ein Weißstorch einfach frei, okay, den nehme ich auch mit. Und das ist der Bach hier in Gronau, da links. Die Dinkel, wie das Getreide. Dinkel, auch ja, ein kleiner Bach. Wo bin ich denn hier gelandet? Es fühlt sich an, als ob ich gerade durch meinen Harem stolziere. Nein, die Pfauen sind jetzt einfach hier frei. Die bewegen sich hier wirklich komplett frei durch dieses Areal, durch diesen Tierpark. Ja, das sind schon große, majestätische Vögel. Der Wasserturm. Ich habe ihn eben gesehen hinter den Baumkronen und ich wollte ihn mir noch ein bisschen genauer angucken. Ist ganz nett. Aber jetzt zum King. Hier ist er, Udo Lindenberg. Einer sicher der größten und bekanntesten Musiker unserer Zeit. Schreibt aktuell natürlich hier
deutsche Chartgeschichte mit Apache. Lange, lange Zeit jetzt schon mit Komet auf der 1. Mehrere Wochen, 2 Monate, fast 10 Wochen ungefähr. Stark. Und aus dieser kleinen Bude stammt dieser große Künstler der deutschen Musikgeschichte. Man kann halten, was man will von ihm. Man kann seinen Musikgeschmack kritisch betrachten. Man muss nicht alles mögen, aber man kann eins nicht abstreiten. Der Panikpräsident aus Gronau ist bekannt. Bekannt ist der Panikpräsident aus Gronau wegen zahlreicher Hits. Allerdings natürlich nur einer Nummer 1 in den Singlecharts, aber auch bekannte Alben. Und da hinten wurde für ihn ein Museum gewidmet. Nicht nur unbedingt für ihn, aber für die Musik. So, ich bin hier auf einer Pyramide. Ich bin hier nicht in Gizeh, ich bin hier nicht in Visoko. Ich bin aber ziemlich hoch gelegen auf einer anthropogenen Pyramide. Das ist nämlich hier das Areal der Landesgartenschau 2003. Die Lage St. Antonius, dort die katholische Kirche. Man sieht, wie das hier schön hergerichtet wurde. Und das ist das Museum, wovon ich eben erzählt habe, in diesem alten Textilienschuppen. Das Rock- und Pop-Museum, ein einmaliges Unikat in der deutschen Museumslandschaft, widmet sich der Geschichte von Musik, von Rock und Pop. Deswegen auch Gronau eine bekannte Rock- und Popstadt. Natürlich fußt das Ganze auch auf Udo Lindenbergs Geburtsort hier. Ja, da sind auch Unikate drin, es sind Bereiche drin, Ausstellungsstücke der Rolling Stones, Rammstein etc. Was ich zeigen will hier im Westmünsterland, grüne Flächen, aber ein typischer Vibe wird transformiert und dann hier schön aufgestockt das Ganze durch das Areal der Landesgartenschau. Die Lager 2003 hat das auf jeden Fall hier sehr schön hergerichtet, dieses Industrieareal in Gronau. Das war es von mir aus dem Westmünsterland und aus dem Kreis Borken. Auf Wiederhören, meine Freunde.